WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 14. April 972. Die Hochzeit von Otto II. Mit der byzantinischen Prinzessin Theophanu. Woran erkennt man eine echte Prinzessin? Im Märchen ist das so. Man legt ihr eine Erbse unter die Matratze und wartet ab, ob sie gut schlafen kann. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Als Kaiser Otto II. Anfang April 972 seine Braut im Hafen südlich von Rom in Empfang nahm, wurde ihm schnell klar, dass man ihm die falsche Prinzessin unterjubeln wollte. Gefordert hatte er eine echte, die Tochter des byzantinischen Kaisers. Und wen bekam er stattdessen? Die 12-jährige Nichte, Theophanu, eine Provokation. Es wird ja nicht nur eine byzantinische Prinzessin erwartet, sondern es wird eine sogenannte purpurgeborene Porphyrogenita erwartet, sagt der Heidelberger Historiker Professor Johannes Fried. Aber was genau ist eine purpurgeborene Prinzessin? Das heißt, ein Mädchen, das von einer Kaiserin in dem Purpurgemach geboren worden ist. Das ist jener Raum im kaiserlichen Palast, in dem nur die aktuelle Kaiserin niederkommen darf, sonst niemand. Und das ist eine Auszeichnung. Solche Prinzessinnen vergibt man nicht leichtfertig. Die Deutschen waren also getäuscht worden. Allen voran Kaiser Otto I., der seinen Sohn Otto II. Aus politischen Gründen mit einer Byzantinerin verheiraten wollte. Chronist Tietmar von Merseburg notierte: Der Kaiser von Byzanz sandte unserem Kaiser mit prächtigen Geschenken und erlesenem Gefolge zwar nicht das verlangte Mädchen, sondern seine eigene Nichte Theophanu über das Meer. Wohl gab es Männer, die diese Verbindung beim Kaiser zu hintertreiben suchten und ihre Heimsendung empfahlen. Purpurgeboren oder nicht, Otto I. entschied, sein Sohn solle die Griechin trotzdem zur Frau nehmen. Am 14. April 972, heute vor 1045 Jahren, heiratete Otto II., der bereits den Kaisertitel trug, die byzantinische Adlige Theophanu in der Peterskirche von Rom. Der Papst selbst leitete die Zeremonie und krönte Theophanu danach zur Kaiserin. Für die Zeitgenossen war es die Hochzeit des Jahres. Sie spürten, dass hier etwas Außergewöhnliches geschah. Eine Verbindung von zwei Kaiserfamilien. Seit Karl der Große sich im Jahr 800 vom Papst in Rom zum Kaiser hatte krönen lassen, gab es zwei Kaiser, den Basileus im byzantinischen Osten mit Sitz in Konstantinopel und einen zweiten Kaiser im lateinischen Westen. Das Verhältnis der beiden war von Konkurrenz und Spannung geprägt. Letztlich konnte aber keiner den anderen verdrängen. Die Hochzeit von Otto II. Und Theophanu sollte zum einen den Frieden zwischen Ost und West besiegeln. Außerdem wollten die Ottonen zeigen, dass ihr Kaisertum und ihre Kirche den Byzantinern überlegen waren. Für diesen Anspruch ist die prächtige Hochzeitsurkunde der Beweis. Zunächst einmal ist diese Heiratsurkunde ein kunsthistorisches Dokument erster Qualität. Es ist ein sehr großes Stück Pergament, ein sehr feines Pergament. Dies ist also eine Prunkausfertigung. Das purpurfarbene Dokument, das heute in Wolfenbüttel aufbewahrt wird, ist 1,5 Meter lang und fast 40 Zentimeter breit. Es wurde mit Goldtinte beschrieben und reich verziert mit Blätterranken und Darstellungen von Löwen, Greifen und Hirschen. Auf den ersten Blick besteht der Text nur aus Floskeln, Topoi, wie die Historiker sagen, doch die haben es in sich. Hier wird ganz klar gesagt, das Christentum ist eigentlich in Rom zu Hause mit seiner Spitze Petrus und Paulus und dem Papst als dem obersten Priester der gesamten Christenheit. Da steckt also ein gehöriger Anspruch drin. Außerdem betont die Urkunde den Ort der Eheschließung, Rom. Wer diesen Ort beherrscht, regiert die Welt. Und dieser Anspruch dokumentiert also auch die politischen Ziele Ottos des Großen mit dieser Ehe. Und er benutzt diese Ehe, um Propaganda zu machen gegen Konstantinopel. Das frisch getraute Paar machte sich bald auf den weiten, mühsamen Weg über die Alpen in die sächsischen Stammlande der Ottonen nach Magdeburg und Quedlinburg. Theophanu verbrachte die Reise größtenteils im Sattel und hatte genug Zeit, um ihre neue Heimat zu studieren.
Sie durchquerten endlos scheinende Wälder, schliefen jede Nacht an einem anderen Ort, in kleinen Burgen oder Klöstern, die nichts von der Pracht byzantinischer Kastelle besaßen. Steinerne Mauern und Türme gab es damals nur in den alten Römerstädten am Rhein. Die fränkischen Pfalzen wurden noch von Erdwällen und Palisaden beschützt. Schlimmer noch für Theophanu, sie war überall eine Außenseiterin. Nicht nur, weil sie noch kein Deutsch verstand. Theophanu kommt aus Byzanz. Sie ist wahrscheinlich irgendwo in Kleinasien geboren und auf jeden Fall repräsentiert sie den mediterranen Schönheitstyp. Sie muss für die deutschen sächsischen Frauen eine verblüffend schöne Frau gewesen sein und von daher sicher auch neiderregend wegen ihrer körperlichen Schönheit. Von Geburt an war sie daran gewöhnt, kostbare Seidenstoffe und fein gearbeitete Schmuckstücke zu tragen. So etwas gab es bei den Sachsen nicht. Böswillige warfen ihr vor, den Luxus zu lieben. Sie brachte diese Schönheit übrigens ganz gewiss durch modischen Stil zur Geltung, einen byzantinischen Stil. Das ist so wie die Haute Couture von heute, die kommt ja auch nicht unbedingt aus Hintertupfingen, sondern von Paris oder Rom oder Mailand. Und so ist das dort eben auch. Der neue Stil, der dann nachgeahmt wird, kommt aus Konstantinopel und Theophanu ist die beste Werbeagentin dafür. Modische Neuheiten der Kaiserin waren der farbig emaillierte Schmuck, eng geschnittene Kleider und überlange weite Ärmel. Sie bringt sicher aber auch Schminke mit. Das ist in Byzanz bei den Damen so üblich. Man zeigt nicht einfach die nackte Haut, sondern man betont die Reize des Körpers mit der Kleidung und mit der Schminke. Das sind also äußere Vorzüge, die Theophanu sehr deutlich von den westlichen Frauen, die so ein bisschen tump dahertrollen, auszeichnet. Kaiserin Theophanu kam im Vergleich zu ihrem Gatten, aus einer zivilisierteren Welt, in der adlige Mädchen nicht nur lesen, sondern auch schreiben konnten. Bald sprach sie neben Griechisch auch Latein und Deutsch. Der Chronist lobte sie. Sie hatte einen klaren Verstand und war sehr beredt. Und das Letzte, vielleicht das Allerwichtigste, betont der Heidelberger Historiker Johannes Fried. Sie kommt aus Byzanz. Byzanz bringt für Politiker eine ganz andere Einstellung mit als der Westen. Im Westen ist man Ritter und schlägt drauf und es ist ja bemerkenswert, im 10. Jahrhundert haben wir sehr viele, sehr junge Witwen. Warum? Weil die Ehemänner alle gefallen sind, irgendwo in irgendwelchen Fehden oder Kriegen. Im Osten ist das nicht so. Da setzen wir in allererster Linie nicht auf das Militär, sondern auf die Diplomatie. Und das wird Theophanu sicher als politische Empfehlung mit in den Westen bekommen haben. Wenn du dort bist, dann setze auf Gespräche, setze auf Verhandlungen, setze auf Diplomatie. Und dieses Mittel setzt sie tatsächlich höchst erfolgreich ein. Schon ein Jahr nach der Hochzeit starb Kaiser Otto I. und die jungen Eheleute, beide noch keine 20, sahen sich plötzlich allein an der Spitze eines riesigen Reiches. Dem war Otto II. Nicht gewachsen. Zwar hatte man ihn schon mit 6 Jahren zum König gekrönt und ihm eingetrichtert, er müsse sein Leben der Regierung widmen. Doch größere Verantwortung hatte sein Vater ihm nie übertragen und so war er als Regent völlig ungeübt. Chronist Dietmar von Merseburg. Da er sich als junger Mann durch außerordentliche Körperkraft auszeichnete, zeigte er zunächst Neigung zur Heftigkeit. Äußerst freigebig, aber maßlos in frommen Werken, verschmähte er erfahrenen Rat. Bis heute verströmt sein Name wenig Glanz. Dafür ist Otto II. Einfach zu vieles misslungen. Glücklicherweise hatte er eine kluge Frau an seiner Seite, die er von Beginn an zur Mitregentin bestimmte. Schon in der Heiratsurkunde ist das angesprochen. Sie hat einen doppelten Titel. Einmal ist sie Consors Imperii, das heißt beteiligt am Kaisertum, und zum anderen ist sie Co-Imperatrix. Das ist einzigartig. Das gibt es im Westen sonst nicht. Co-Imperatrix heißt Mitkaiserin. Sie regiert also gleichsam mit ihrem Gemahl, jedenfalls dem Anspruch, dem Titel nach. Die ersten Regierungsjahre des jungen Herrscherpaares waren äußerst hart.
Gleich drei Adlige mit Namen Heinrich probten den Aufstand und versuchten, die Macht an sich zu reißen. Jeder Herrscherwechsel bringt den Wechsel des Beraterstabes und das heißt zugleich den Wechsel der Familien, die hinter dem König-Kaiser stehen. Das ist hier auch der Fall, weil die ottonische Familie gespalten ist. Auch Ottos Mutter, Kaiserin-Witwe Adelheid, mit 42 Jahren noch nicht aus dem politischen Leben ausgeschieden, stellte sich dem Paar in den Weg. In dieser schwierigen Zeit wuchsen Otto und Theophanu zusammen. Da sie besonnen und er stürmisch war, ergänzten sie sich gut. Es ist nicht allzu viel, was da über das persönliche Verhältnis zwischen beiden bekannt ist, aber ich gehe davon aus, dass es ein gutes, vielleicht sogar ein herzliches Verhältnis war. Doch die Angriffe hörten nicht auf. Ohne Vorwarnung wurde das Kaiserpaar 978 in der Aachener Pfalz überfallen und konnte sich nur in letzter Minute retten. Theophanu war damals hochschwanger. Alle ihre 5 Kinder kamen an anderen Orten zur Welt, denn der fränkisch-deutsche König und Kaiser besaß noch keine feste Residenz, sondern musste seine Macht durch ständiges Herumreisen im Reich demonstrieren. Thronfolger Otto III. Kam deshalb im Sommer 980 irgendwo im Reichswald bei Kleve zur Welt. Kaum war er 3 Jahre alt und zum König gewählt, da starb sein Vater Otto II. Mit 28 Jahren in Rom. Er ist der einzige deutsche Kaiser, der im Petersdom bestattet wurde. Sein Chronist zog traurige Bilanz. 2x5 Sonnenjahre hatte er nach dem Tod seines Vaters regiert. Als Schützer von Königreich und Kaisertum, allen Feinden ein Schrecken und den ihm anvertrauten Herden eine unerschütterliche Mauer. Glücklich war seine Jugend, jedoch am Ende des Lebens suchte ihn Unglück heim. Die letzten Lebensjahre waren eine Zeit der Niederlagen gewesen. 982 hatte Otto die Kontrolle über Süditalien durch die Schlacht bei Cotrone gegen die Sarazenen verloren. 983 hatten die Slawen im Osten des Reiches das Missionswerk seines Vaters zunichte gemacht. Viele sahen in Ottos frühem Tod eine Strafe Gottes. Otto II. Ist sicher unterschätzt und schlechter behandelt als verdient. Er hat große Ziele gehabt. Wenn er die Schlacht gewonnen hätte, die er verloren hat, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Wenn er etwas länger gelebt hätte, auch. Sein Anspruch war, römischer Kaiser zu werden. Er hat diesen Anspruch auch in seinem Titel tatsächlich aufgegriffen, Imperator Romanorum. Theophanu, gerade Anfang 20, war nun auf sich allein gestellt. Wer sollte das Reich regieren? Da begriff Theophanu, dass es nur eine Lösung geben konnte, um für ihren Sohn die Macht zu bewahren. Sie musste selbst regieren. Geschickt herrschte sie 8 Jahre lang. Berühmt ist die Urkunde, in der sie sich selbst eine männliche Bezeichnung gab. Theophanius Gratia Divina Imperator Augustus. Theophanius durch göttliche Gnade erhabener Kaiser. Sie starb 991 mit etwa 31 Jahren und wurde in St. Pantaleon in Köln bestattet. Die Nachwelt ignorierte sie jahrhundertelang. Sie hat keine Biografie gefunden, was ganz ungewöhnlich ist. Sie hat selbst in ihrem Bestattungsort St. Pantaleon in Köln keine Resonanz geweckt. Erst die Moderne entdeckte die Kaiserin wieder und machte sie sogar zur beliebten Romanfigur. Eine zeitgenössische Chronik kann das natürlich nicht ersetzen. Geblieben sind Bilder. Professor Johannes Fried. Von Theophanu gibt es großartige Bilder, gemalte und in Elfenbein geschnitzte. Das sind Dokumente nicht nur der Kunstgeschichte, sondern zugleich auch der allgemeinen Kulturgeschichte. Das Herrscherporträt kommt auf für etwa 100 Jahre. Das schönste Beispiel dafür findet sich heute im Pariser Musée de Cluny. Es ist eine in Elfenbein geschnitzte Darstellung Theophanus und Ottos II., die beide von Christus gesegnet werden. Hier sind sie noch einmal vereint, bevor sie ihre letzte Ruhe so weit voneinander entfernt fanden, er in Rom und sie in Köln. Und das sind also Wirkungen auch von Theophanu. Und das ist natürlich etwas, worüber man auch als Romanschreiber sich Gedanken machen kann. Was ist denn da passiert? Welches Manko hatten die Deutschen bis dahin, dass jetzt plötzlich eine Byzantinerin kommen muss und ihnen Kultur beibringen muss? Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an die Hochzeit von Otto II. Mit der byzantinischen Prinzessin Theophanu
am 14. April 972. Redaktion Michael Rüger.